So, und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Das ist Teil 2. Nun sind wir mal dran und es geht in die Übungsausführung, ja? Also in das Formrollen, in die praktische Seite, auf die praktische Seite. Ja? Ich habe mir gedacht, wir fangen mit dem Rücken an. Ja? Viele haben da ja so ihre Beschwerden von verspannten Rückenmuskeln, gerade die Muskulatur entlang der Wirbelsäule, also die sogenannte autochthone Muskulatur oder Rückenstrecker oder spinale Erektoren genannt, ja, also die beiden Stränge, die entlang der Wirbelsäule entlang gehen. Ja. Natürlich haben wir im Rücken noch viel mehr Muskulatur, also Latissimus, Trapezius, Rhomboideen, noch tiefer liegende Muskulatur, also wir haben eigentlich eine Menge. Ja. Wir fangen in diesem Video an mit dem Rücken, also sprich mit dem Rückenstrecker. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr es eben mit der normalen Black Roll macht. Ja. So, die Kamera nehme ich mal woanders hin, dass ihr mich sehen könnt. So. Also, Black Roll und deinen Rücken nehmen. Ja, am oberen Rücken drauflegen. Und jetzt ist wichtig, bevor ihr euch drauflegt oder bevor ihr euch, sag ich mal, mit der Hüfte abhebt, drückt ihr eure Füße in den Boden rein. Ja? Das heißt, Füße werden in den Boden reingedrückt, Hüfte geht hoch und ihr guckt quasi zur Decke hin. Und bei den meisten Leuten, die das jetzt machen, bei denen fängt es an zu knacken. Ja? Weil jetzt habt ihr Druck auf der Wirbelsäule, jetzt habt ihr irgendwelche Blockaden oder Blockierungen. Ja? Und ja, da habt ihr eben so viel Druck drauf, dass jetzt eben die sich die Blockaden lösen. Ja? So, jetzt guckt ihr erstmal, geht erstmal langsam nach hinten, also sprich, ihr rutscht mit dem Hintern nach vorne in die Richtung, wo ihr hinguckt. Ja? So, und wichtig ist auch, die Schulter zieht ihr nicht zurück, nicht zurückziehen, ja, sondern ihr geht nach vorne, dass die Rolle einen großen Bereich der Muskulatur treffen kann. Ja? Immer noch Hintern nicht einsacken lassen, Hintern immer hoch bleiben, hochhalten. Ja? Und ihr geht wirklich weit nach vorne, bis die Rolle wirklich am oberen Nacken ist, ja, dann wieder, dann schiebt ihr euch zurück mit den Füßen, ja, Füße quasi wirklich wegdrücken, bis ihr fast am Hintern seid, ja, und wieder zum Nacken hin, ja, also ihr könnt auch mal ein bisschen wirklich auf dem Rücken verweilen, immer daran denken, Hintern hoch, ja, sonst geht wieder ein bisschen mehr auf dem unteren Rücken, Hintern oben lassen, und bis zum Hintern rollen. Wieder zurück. Und bitte nicht das hier. Ja, das nicht. Langsam. Und wieder zurück bis zum Nacken hin. So, was ihr dann machen könnt. Jetzt ist eben die Rückenmuskulatur etwas weicher wie vorher. Jetzt könnt ihr euch mal gucken. Was passiert, wenn ihr euch ein bisschen mobilisiert. Das heißt, ihr nehmt die Arme, dreht sie rechts herum, jetzt hat es bei mir schon geknackt, andere Seite, knack, ja. Das heißt, wenn eure Rückenmuskulatur eben sehr verhärtet ist, ja, dann ist es in den meisten Fällen natürlich so, dass eben auch die Wirbelsäule eben ja nicht mehr mobil ist. Ja, das heißt, sie kann sich nicht mehr bewegen, weil die drumherum liegende Muskulatur entlang der Wirbelsäule eben diese an der Bewegung selber hindert. Ja. Und dann blockiert sie eben, dann merkt ihr zum Beispiel im Bereich der Brustwirbelsäule, dass ihr auf einmal irgendwie schlechter atmen könnt oder nicht mehr richtig einatmen könnt oder wenn ihr einatmet, irgendwie, eine Art Druck entsteht oder sowas, also so eine Art Spannung, die merkt ihr auch. Ja. Von daher, das sollte eigentlich schon mal helfen, wenn ihr eben Beschwerden entlang der Rücken, entlang der Wirbelsäule habt. Ja? Wenn das noch, ja, soll man sagen, zu weich ist, ja, kann natürlich, wenn er sie hat, die Black Roll Pro nehmen, die ist noch ein bisschen härter. Macht man eben auch genauso. Ja? Also wie eben gerade, Moment, so, wie eben gerade halt wieder drauflegen und eben halt keine zügigen Bewegungen, sondern eher wirklich langsam, dass ihr halt diese,
dass er die Muskulatur merkt. Ja? Und wenn die Verhärtung dann eben, sag ich mal, behandelt wurde, ja, merkt ihr eben auch, schätze mal nach 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten, dass ihr halt auch wieder viel mehr Durst bekommt. Ja? Weil der Muskel wird sich wieder vollsaugen, der will sich wieder hydrieren. Ja? Die Schadstoffe, die ganzen Abfallprodukte, die eben vorher in der Muskulatur entstanden sind durch die ganzen Anspannungen eben, die will der Körper eben rausschwemmen und dafür braucht er eben eine Menge Wasser. Ja? Und dann kann es sein, dass ihr merkt, oh Gott, ist das normal, dass ich jetzt so viel Durst habe? Ja, und das ist eben in dem Fall dann normal. Ja. Was wir auch noch machen können, eben Latissimus, ja, dafür seitlich drauflegen und versucht nicht komplett gerade drauf zu liegen, sondern eher etwas nach hinten geneigt, weil der Latissimus ist nicht direkt seitlich von eurem Brustkorb, sondern eher etwas hinten. Ja, der geht eben von, ja, wie soll man sagen, von nicht ganz von der Seite sozusagen, ja, nach komplett nach hinten. Ja, deswegen etwas, ja, guckt einfach schräg nach oben. Ja. Und dann merkt ihr eigentlich schon in der Regel, dass irgendwas in den Arm ausstrahlt, dass ihr zum Beispiel anfangt, etwas zu schwitzen, weil es darf halt auch nicht sehr viel schwitzen sein. Und wenn ihr eben zu viel schwitzt oder wenn die Schultern wieder hochgehen, dann merkt ihr eben, dass euer Körper einfach zu viel Stress hat. Und das Schwitzen oder wenn die Schultern hochgehen oder wenn ihr aufhört, normal zu atmen, das sind Zeichen, wo der Körper sagt, ey, hier, das ist einfach too much. Ja? So, also, und guckt erstmal am Anfang, dass ihr eben Stellen findet, die eben ja, halt schmerzhaft sind und nicht einfach wieder. Ja, das nicht, sondern gucken, aha, da tut was weh und jetzt wirklich drauf entspannen, ja, und kein schmerzverzerrtes Gesicht, sonst irgendwas und ja, sondern wirklich versucht zu denken, okay, ich lasse es sein, hat da eh keinen Sinn und dann einfach drauf, ja, drauf einlassen quasi, ja, und wenn dieser Schmerz nachgelassen hat, könnt ihr zum Beispiel auch euren Arm ein bisschen nach vorne und nach hinten bewegen, weil da ist eben der Latissimus dran. Ja. Ihr könnt ihn quasi etwas lang ziehen, ja, aber halt eben auch nicht übertrieben, sondern eben einfach nur leichte Bewegung. Ja. Gerade für die Leute, die eben, sag ich mal, noch eine relativ krumme Schulterhaltung haben, ist es in der Regel auch so, dass der Latissimus eben auch sehr verkürzt ist, ja, also verkürzt oder im Sinne von eher die Schulter ist in dem Fall dysfunktional, ja, also eingedreht, ja, weil der Latissimus irgendwann nicht nur den Arm nach hinten zieht, also den oberen Knochen nach hinten zieht, sondern eben auch noch eindreht. Ja. Das heißt, ihr habt dann nicht mehr nur so eine Haltung, sondern auch so eine Haltung, also eben eingedreht. Ja. Also wenn man also an seiner Haltung arbeiten möchte, Latissimus weichklopfen, ja, oder weich machen. Dann könnt ihr ein bisschen weiter runter gehen, also etwas mehr Richtung Hüfte. Ja. Und dann müssten eigentlich auch noch so kleine Schmerzen noch entstehen, also so Druckstellen, die merkt ihr einfach. Wo ihr merkt, oh, was ist das denn jetzt? Ja. Und dann einfach draufbleiben, Geduld haben und der Körper regelt es. Es darf halt eben nicht zu krass sein. Ja. Wie gesagt, dann könnt ihr halt eben ein bisschen hin und her gehen, ne? Aber halt auch nicht wieder, ja? Sondern halt eben nur ein bisschen. Und wem das immer noch zu leicht ist, der hebt seine Hüfte hoch. Ja? Dass ihr wirklich den kompletten Druck jetzt am Rücken habt. Ja? Na, da merke ich auch noch ein bisschen. Also, wenn ihr die Hüfte hochhebt, dann eben halt wirklich Spannung drauf kriegen. Ja. Ja. Das erstmal dazu. Wenn es bei euch der Fall sein sollte, dass der Nacken noch verspannt ist oder eben feste ist, ja, könnt ihr auch einen
Lacrosse-Ball benutzen. Ja. Meiner ist von MRAP EU. Ja. Und könnt den zum Beispiel auch auf den Boden legen. Ja. All das kann ich jetzt nicht so gut zeigen. Legt den Ball auf den Boden erstmal hin und geht dann quasi mit eurem oberen Rücken leicht drauf und geht hin und her. Ja. Und ein genereller Tipp mal am Rande. Stellt euch nicht vor, dass es Muskeln sind, sondern geht da eher mit einem Gefühl dran, dass ihr euch wirklich halt entspannen wollt. Ja, also nicht mit dem Gefühl, ich muss mit dem Kopf durch die Wand, ja, sondern denkt eher wirklich so in der Art und Weise, ich will mich echt dabei entspannen. Ja, weil je mehr ihr mit diesem Mindset dran geht, ihr wollt euch entspannen, desto mehr lässt eben auch der Körper etwas zu. Ja, also in Form von Entspannung und Beweglichkeitssteigerung oder Entspannung der Muskulatur. Ja? Weil je mehr ihr halt denkt, ich will den Muskel platt machen, ich will endlich Verbesserung, also mit dieser ungeduldigen Haltung dran geht, desto mehr ist es halt eben die Tendenz zum Stressen und eben auch damit einhergehend sagt euer Körper dann, nee, nicht noch mehr. Ja, ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert mich gerne. Ich freue mich sehr. Und dann bis zum nächsten Blackroll-Video. Macht's gut, euer Lars. Ciao.